Um großen Belastungen, vor allem beim Sport, standhalten zu können, wird das Kniegelenk durch Muskeln und Bänder stabilisiert. Neben der Muskulatur und den Seitenbändern erfüllen die Kreuzbänder diese wichtige Funktion. Verletzungen des vorderen Kreuzbandes sind häufig und entstehen bei Drehbewegungen des Beines bei feststehendem Unterschenkel. Häufig treten sie im Fußballspiel, aber auch im Ski- oder im Kampfsport auf. Obwohl der Patient bis auf ein Gefühl der Instabilität asymptomatisch sein kann, besteht die Gefahr von Folgeschäden am Gelenksknorpel und am Meniskus. Diese können in einer frühzeitigen Arthrose enden. Falls durch konservative Methoden keine Stabilisierung des Kniegelenks erreicht werden kann, muss eine operative Sanierung vorgenommen werden. Der Eingriff wird arthroskopisch assistiert, das heißt in Schlüssellochtechnik durchgeführt. Zunächst werden die Reste des gerissenen vorderen Kreuzbandes entfernt. Im Falle eines Semitendinosus gracilis Transplantates wird über einen kleinen Hautschnitt ein Teil der Sehne von der Innenseite des Knies entnommen. Anschließend werden zwei Bohrkanäle im Schienbeinkopf und im Oberschenkelknochen vorbereitet, wo die Ersatzsehne in ihrem natürlichen Verlauf eingezogen wird. Die Sehne wird an ihrem oberen und unteren Ende mit Schrauben verklemmt, sodass sie unmittelbar eine gute Festigkeit bietet. Im Verlauf wächst das neue Kreuzband ein und die Schrauben lösen sich auf. Um die Beweglichkeit und die muskuläre Stabilisierung des Kniegelenks zu verbessern, wird die Nachbehandlung physiotherapeutisch unterstützt.